US-Justizminister William Barr will am Donnerstag nun doch nicht vor dem Repräsentantenhaus über sein Vorgehen im Zusammenhang mit den Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller aussagen. Er sollte sich eigentlich dem von den Demokraten beherrschten Rechtsausschuss stellen. Barr sagte den Auftritt aber ab, nachdem sich beide Seiten nicht auf das Format der Anhörung einigen konnten. Zuvor hatte Barr mehr als 4 Stunden lang dem von den Republikanern kontrollierten Rechtsausschuss im Senat Rede und Antwort gestanden. Dabei wies er Kritik an seiner Entscheidung zurück, US-Präsident Donald Trump vom Vorwurf der Behinderung der Justiz freizusprechen. Dem Sonderermittler Mueller warf er vor, nicht selbst eine Zusammenfassung seiner Untersuchung erstellt zu haben. Mueller habe für seine Arbeit freie Hand gehabt, ihm seien Zeit, Geld und alle erforderlichen Mittel für die 22-monatige Untersuchung bereitgestellt worden.